Was ich immer ganz spannend finde, das sind auch so, im Gewinn gibt es da so jährlich Veröffentlichungen für die Grundstückspreise pro Quadratmeter, die Veränderungen. Da sieht man, welche Regionen in Österreich aufsteigen, absteigen. Durch was wird das eigentlich beeinflusst? Ja, diese, auch es gibt eine von der Kammer herausgegebene Immobilienpreisspiegel, diverse Franchising-Gruppen bringen das, aber die sind mit äußerster Vorsicht abzugenießen. Warum? Nehmen wir sie an, zum Beispiel, wo ich mich aufgeregt habe vor kurzem, Bezirksspital. Bezirksspital wurden die Wohnungen unverhältnismäßig hochpreisig angegeben. Warum? Man, dort gibt es den Mühlstättersee, da sind wirklich die Wohnungen sehr teuer. Und wenn man da statistisch einen Durchschnitt rechnet, haben die so einen starken Einfluss auf die anderen Wohnungen, dass sie zu dem Preis nicht verkaufbar sind. Okay. Das gleiche gibt es in Klagenfurt am Wörthersee, die Probleme. Also man muss diese Wohnungen doch, diese Preise doch individuell ein bisschen anpassen. Das heißt nicht ganz Klagenfurt, das ist dann wirklich sehr regional. Sie haben in Klagenfurt ein Kreuzbergl und Sie haben in Kreuzburg eine Fischelsiedlung. Ja. Mhm. Ja, wenn Sie die Durchschnitte nehmen, kommt es auf keinen richtigen Zweig, weil im Kreuzbergl viel höher und auf der Fischelsiedlung günstiger. Mhm. Und wenn man nur eine 10% Schwankung nimmt, annimmt, ist das viel zu wenig. Und warum sinken eigentlich Grundstückspreise? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Grundstück habe, kann ich mir erwarten, dass das in den nächsten 20, 30 Jahren mehr wert ist oder weniger wert? Wie kann ich das selber wissen? Nein. Erstens einmal müssen Sie davon ausgehen, dass es absolut eine Urbanisierung gibt. Nicht nur in der dritten Welt und in Afrika, sondern auch bei uns ist ein Trend in die Stadt. Also die Österreicher ziehen vermehrt in die Städte? Ja. Und welche Städte? Ja, jede Landeshauptstadt, ja. Oder ein Wirtschaftszentrum, wahrscheinlich auch Wels, wenn man dort nimmt, ja. Linz, Wels, ja. Es zieht Industrie, zieht Arbeitsplätze an, die Leute ziehen dorthin. Mhm. Mehr Möglichkeiten. Ist denn so, dass die Selbstständigen eher am Land wohnen oder auch nicht? Das ist ein Irrtum, ja. Vielleicht ändert sich das wieder mal teilweise, wenn zum Beispiel wirklich Breitband in alle letzten Regionen hineinkommt. Ja. Ich selbst habe zweimal, ist mal passiert, hätte sich ein Selbstständiger in Zeltschaft, das ist wirklich mit wundervollem Blick im landwirtschaftlichen Gebiet, angesiedelt, aber das Internet war zu schwach. Mhm. Zum Arbeiten, ja, von zu Hause. Also, und heutzutage ist das Internet schon Arbeitsbehelf. Mhm. Was nimmt noch an Einfluss jetzt auf den Wert von Grundstück? Die Urbanisierung, die Anschlüsse, die Schulden. Mhm. Nehmen wir jetzt die Grundstücke an zum Wohnen. Die Infrastruktur, das heißt, wo Infrastruktur ist, ist teurer. Ja, wo, Sie brauchen unter Umständen kein zweites Auto. Der Mann braucht das Auto für den Beruf, die Frau ist der Chauffeur für die Kinder. Es geht ja nicht nur um die Schule, wo der Schulbus ist, die wollen einen Geigenunterricht, vor allem einen Klavierunterricht, Fußball spielen gehen. Mhm. Ja, die Mutter ist ja bekannterweise immer unterwegs. Mhm. Da braucht man ein zweites Auto. Spielt ja mit einem gewissen Niveau. Ja. Wir haben das Problem, zum Beispiel die älteren Leute, die nicht mehr Schnee schaffen wollen, die Kinder sind aus dem Haus. Abseits. Auto fahren kann er nicht mehr, der Senior. Ja. Mhm. Oder die Frau auch nicht. Ja. Die wollen in die Stadt ziehen. Was sind so sehr teure Regionen in Österreich oder wo kann man erwarten, jetzt die nächsten 10, 20 Jahre, dass wenn der Preis steigt? Wenn Sie natürlich Kitzbühel ein Grundstück haben oder Erben, dann kann ich Ihnen nur gratulieren. Mhm. Das wird wahrscheinlich noch längere Zeit ab der letzten Zeit, auch in Wien, selbstverständlich. Mhm. Überall in den Landeshauptstädten die Speckgürtel rundherum. Eben durch die Urbanisierung, durch den Zuzug, im Ort gibt es, in der Stadt gibt es nichts mehr, da kommt man langsam herum. Denke ich an Wien, Klosterneuburg, Weil in Kriezenach, das war noch früher in Kotzburg, dann außen wohnen. Ja. Mhm. Heute beliebt, Preise explodieren dort noch immer. Mhm. Felden? Felden, momentan stagnieren wir in Felden ein bisschen. Ja. Also wäre jetzt eine gute Zeit, in Kärnten zu investieren? Ja, wird es besser werden, wird es nicht besser werden. Ja. auf Dauer gesehen, in der Regel, geht alles höher. Ja. Nur wenn Sie mir in eine Wohnung in Glöhnitz hinten drin schenken, sage ich, danke vielmals, was soll ich mit dem machen? Die kostet mir nur Betriebskosten und ich kann sie nicht verwerten. Mhm. Niemand will sie darin mieten. Also hier allgemeingültige Aussagen zu treffen, halte ich nicht ganz richtig. Mhm. Das heißt, sicherer ist dort, wo es Arbeitsplätze gibt, dass dort einfach Infrastrukturarbeitsplätze. Ja. Und da gibt es die Probleme.
ohne Aufschließung keine Arbeitsplätze. Gegen die Aufschließung wehrt sich ja wieder teilweise die Bevölkerung, ohne zu denken, dass sie damit wirtschaftlich Nachteile hat. Und da muss ebenfalls der Makler oder die Standesvertretung versuchen, durch Mundarbeit und Werbung entsprechend Aufklärung zu leisten.